Parce que à chaque seconde, à chaque minute, si l'Éternel ne garde pas, ce qui garde, garde après. Amen. Amen. Hier, c'était comme une blague, mais hier, c'était pour moi un problème sérieux. La salle qui a assis dans mon lobby. Alors, il y a un des très importants au temps de l'année encore. Amen. Si l'Éternel est avec nous, il te gardera tout le temps parce qu'il est merveilleux. Amen. Alors, on n'a pas envie de les amener pour l'ango. Assois vraiment le coup. Tu as te passer un message, mais avant de passer un message, même si je suis la vie encore, il ne fait pas un ensemble. Je suis là, 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 je Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta présence. Parle-nous, ô Dieu. Parle-nous à travers la parole. Parle-nous la parole qui s'est faite chair. Parle-nous la parole qui a abandonné le trône et est descendue sur cette terre. Parle-nous la parole qui est Christ et Christ qui est sauvé pour nous. Gloire à toi, Seigneur, car tu es pris dans le tombeau, mais tu es ressuscité. Voici le moment favorable, cher Saint-Esprit. À toi c'est la gloire, Jésus, l'honneur, la puissance, l'élévation au siècle des siècles. Amen. 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 Tous ici, quand la pauvre laisse passer, nous allons vraiment attentifs. Et ça, ma tour, il n'y a eu qu'à les six paroles. Quand la tour, ma tour, ma tour, ma tour, ma tour, mais elle a vraiment attentif. Mais bien aimé, pendant trois semaines,
Nous avons écouté la parole de Dieu à ce qui concerne la crainte de l'Éternel. Au banc à l'examen. Wir haben seit drei Wochen die Predigt über die Furcht des Herrn gehört. Obang Anzambe ist très important. Die Furcht des Herrn ist sehr wichtig. Obang Anzambe ist sehr wichtig. Die Furcht des Herrn wird zeigen, wer du eigentlich bist. Es war sehr wichtig für uns. Es gibt manche, die haben das verstanden. Und manchen ist es einfach so wie ein Wind vorbei. Und heute möchten wir. Es ist fast dasselbe Thema. Christ ist unser Berger. Der Christ unser Hirte. Christ ist unser Berger. Der Christ unser Hirte. Wir nehmen unsere Bibel Jean. Im Buch Evangelium Johannes. Jean, Chapitre 10. Kapitel 10. Wir nehmen nun Vers 10, 11. Wir nehmen nun Vers 10 und Vers 11. Jean, Chapitre 10, Vers 10 à 11. Unser Thema ist Christus, unser Hirte. Jean, Chapitre 10, versets 10 à 11, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. 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 Christ a sauté sa vie sur les alliés le bon berger. Il sagt unser Herr Jesus Christus, dass er ein guter Hirte ist. Asa le bon berger. Er ist ein guter Hirte. Et bien aimé, cela veut dire qu'il y a des bons et il y a aussi des faux. Das bedeutet, dass es gute Hirten und schlechte Hirten gibt. Parce qu'il y a le bien et dans les bons bergers. Weil er sagt, dass er ein guter Hirte ist. Et il y a aussi des faux bergers. Es gibt auch falsche Hirten bzw. schlechte Hirten. Et bien aimé dans le Seigneur. Meine liebe Schwester im Herrn. Nzambe asalelaki mingi ba bazaki ba bergers. Jesus hat sehr viele Leute benutzt, die Hirten waren. So wie du dans l'Ancien Testament. Wenn wir im Alten Testament wieder zurückschauen, donc, comment était Abel, père Azalaki berger. Dass der Abel auch ein Hirte war. Azalaki mon père dit dans ma patrie. Er war ein Schafenhirte. Azalaki comprendre soin ma patrie. Er hat sich um die Schafe gekümmert. Azalaki image à Christ. Er war ein Bild von Christus. Mais dans le but qu'Abel Azalaki le bon berger. Aber man sagt nicht, dass Abel ein guter Hirte war. Mais dans le but Azalaki berger. Man sagt, er war ein Hirte. Image de Christ. Ein Bild von Christus. Image de Jésus. Ein Bild von Jesus. Et la Bible continue. Und die Bibel Abel, und sagt, dass Abel ein Opfer gegeben hat zu den Herrn. Das ein Symbol als Kreuz für den Christus. Deswegen hat auch der Herr sein Opfer empfangen. Das bedeutet nicht, dass Kain ein falsches Opfer gegeben hat. Aber Gott hat sich gefreut über ein Opfer, wo Blut geflossen ist. Halleluja. Amen, amen. Abel, Azalaki berger. Abel war ein Hirte. Mein lieber Geschwister im Herrn. Abraham, Azalaki berger. Abraham war auch ein Hirte. Seine Vorfahren waren auch Hirten. Bis zu Jakob und die Kinder von Jakob waren auch Hirten. Et la Bible continue encore. Und die Bibel geht weiter. David, passe à la berger. David war auch ein Hirte. Alléluia. David, c'est la de David kümmerte sich um die Schafe seines Vaters. Berger. Ein Hirte. Er ist jemand, der sich um die Schafe oder um die Tiere kümmert. Er ist jemand, der Futter sucht oder Essen sucht für seine Schafe. Er ist derjenige, der weiß, wie gesund seine Tiere sind. Halleluja. Amen. Ein Hirte ist nicht nur da, damit er den Tieren Milch gibt. David. Weil David sagte zu Saul. 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 Mon père. Mein Vater. Tam.
Wo die bösen Tiere gekommen sind, um eine Schafe zu fangen. Habe ich manche zurückgelassen und habe ich habe sogar den Mund eines Riesen geöffnet und habe diesen Risiko zu mir genommen. Für einen Schaf. Das bedeutet, ein Schaf hat einen großen Wert. Halleluja. Ein Schaf hat einen großen Wert. Das ist das Problem heutzutage. Wir brauchen die Milch der Schafe oder der Tiere. Aber was wichtig ist, ist, dass wir uns um die Schafe kümmern, dass sie Gesundheit haben. Damit der Hirte eine gute Milch des Tieres trinken kann. Wir können hier sagen, Gott sei Dank in Europa. Weil wir arbeiten. Die Gläubigen zu verfolgen. Die Gläubigen irgendwie zu verfolgen und denen Trost zu leisten. Aber nicht alle tun das. Das ist eine Gnade. Halleluja. David sagte, er hat auf sie geachtet, hat sie zum Wachsen gebracht. Er hat auf sie aufgepasst. Meine liebe Geschwister, Jesus machte weiter. In diesem selben Kapitel. Die Schafe hören meine Stimme. Heute gibt es keine Schafe, die die Stimme nicht mehr hören. Er sagt, dass die Schafe seine Stimme hören und ihn dienen. Warum dienen sie ihm? Weil sie ihn kennen. Du kannst niemanden verfolgen, den du nicht kennst. Deswegen sagt Jesus, weil sie mich kennen. Deswegen folgen sie mir. Sie hören meine Stimme. Wenn wir über die Stimme sprechen, meine liebe Geschwister, aus der Stimme kommen Wörter raus. Wir sehen das. Hier in Europa. Jemand geht Gassi mit seinem Hund zum Beispiel. Er geht in ein Magazin. Und er bindet ihn zu und sagt, warte. Für die ganze Zeit, die die Person im Supermarkt ist, bis er rauskommt, ist der Hund sitzend da. Warum? Weil er die Stimme Meine liebe Geschwister im Herrn, wir sollten die Stimme unseres Herrn kennen. Die Stimme des Herrn Jesus. Was ist die Stimme des Herrn? Was ist die Stimme? Das ist das Wort Gottes. Halleluja. C'est la parole de Dieu. Das ist das Wort Gottes. So was a privé à Christ. Wenn du ein Schaf Christus bist, musst du das Wort kennen. So was a privé à Christ. Wenn du das Wort nicht kennst, so was a privé à Christ. Bist du kein Schaf. Ozo la Christus. Du verfolgst, aber du bist noch nicht ein Schaf. Bien-aimé. Meine liebe Schwester im Herrn. David tant a lobi ma kambole pas Saul. Wo David das zu Saul gesagt hat. Alobiete no. Er sagte, nein, ich kämpfe für meine Schafe. Saul sagte, geh, mein Sohn. Möge der Herr mit dir sein. Für das, was er gesagt hat. Jesus sagte, ich bin der wahre Hirte. Halleluja. Amen. Versuche, ein Schaf Christus zu sein, dass du sein Wort kennst, dass du im Wort bist. Jesus ist nicht nur ein Hirte, Jesus ist auch der Hirte der Hirten. Halleluja. Jesus Christus, er ist unser der Mächtigste, sag ich mal, von den Hirten. Er ist das alles von den Hirten. Wo seine Schafe verstecken können. Du bist nicht nur ein Schaf. Du hast noch einen Schutz. Weil du im Hirten bist.
Ce que tu as dit, wenn du das im Johannesbuch liest, dans chapitre 10, im selben Kapitel, on a un tinassé, von 1 bis 10, wirst du sehen, was ich über Jesus das Kapitel Jesus sagt. Ich bin das Endliche oder das Alles. Warum? Parce que pas de clôture, Zali. Wo das alles ist, alles was drin ist, ist geschützt. Alles, was in den Mantel sozusagen ist, kann niemand irgendwie dorthin und was nehmen, weil es geschützt ist. Bist du ein Hirte? Bist du in den Mantel Jesus Christi? Meine liebe Schwester im Herrn, Jesus sagt weiterhin, ich bin nicht nur ein Hirte, ich bin nicht nur ein Mantel, ein Hirte, aber ich bin auch eine Tür. Aber wenn wir in die Bundeslade zurückkommen, es war geschützt, und es hatte nur eine Tür, wo jeder reingegangen ist, um ein Opfer zu bringen. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Keiner kann zu meinem Vater gelangen, außer durch mich. Keiner kann zu mir gelangen, zu meinem Vater gelangen, außer durch mich. Meine liebe Schwester, deswegen ist er ein guter Hirte. Er ist ein guter Hirte. Er ist ein Mantel des Hirten. Er ist die Tür eines Hirten. Siehe die Qualität von Jesus Christus. Was er ist. Meine liebe Schwester im Herrn. Jesus ist nicht nur ein Hirte. Er ist nicht nur ein Mantel eines Hirten. Er ist auch nicht nur eine Tür. Weil die Bibel weiterhin sagt, alles, was in seiner Hand Personne ist, ne peut keiner kann es wegnehmen. Sogar die Hand ist ein Schutz für quelle die Protection. Was für einen Schutz haben wir, meine liebe Schwester? Aber wir leben in dieser Ignoranz. Alleluia. Anstatt dass wir den Herrn anbeten, machen wir nur ein Gebet der Autorität. Wir machen es so, weil er dein Hirte ist. Er ist dein Mann. Er ist die Tür. Sogar seine Hand beschützt dich. Halleluja. Amen, amen. Deswegen kannst du keine Worte, darfst du keine Wörter beschützen. Es hat nichts mit Dämonen zu tun, sondern anbeten, was er ist. Er ist der gute Hirte. Und er passt auf, wo ich diesen Auto gestoßen habe. Da habe ich gesagt, Herr, was willst du mir zeigen? Ich stehe vor den Deutschen, der hat Deutsch gesprochen. Mein Frau war richtig sauer. Wo die Zeugen gekommen sind, sagen sie, du bist schuld. Auch wenn du schreist, du bist schuld. Halleluja. Amen. Die Zeugen haben vielleicht zwei Seiten gesagt. Und ich hatte nicht mal eine Seite voll. Weil die Bibel sagt, in derselben Zeit, ihr werdet das sagen, was sie zu sagen habt. Seid mit ihm. Gehe mit ihm. Fürchte ihn. Gehorche ihm. Er wird das für dich tun. Halleluja. Er sagt, er ist nicht nur ein Hirte, aber er hat sein Leben gegeben für uns. Jemand, der sein Leben für dich gibt. Was kann ich beten, dass er dir gibt? Sondern das Leben hat er uns gegeben. Halleluja. Amen. Das ist unsere Hausaufgabe. Ihm zu gehorchen. Den guten Hirten. Aber wir auch Gottes Diener. Dass wir auch uns um die Schafe kümmern sollen. Halleluja. Amen. Heutzutage ist alles nur basiert auf das Geld. Meine liebe Geschwister im Herrn, die Leute, die auch den Herrn gebeten, weil es gibt auch falsche und gute, wo
Voilà, Jésus a cette différence. Deswegen hat Jesus diesen Unterschied gemacht, dass er ein guter Hirte ist. Er hat sein Leben gegeben. Oh, meine Lieben, im Herrn. Die Bibel geht weiter. Même sogar die Gemeinde, wo wir sind, ist ein Mantel für unser Leben. Spiele nicht mit der Gemeinde. Christ. Es ist et pas yon kouta bin akats Christi, wo du drinnen bist. Ya momo ni la beglise moussous. Deswegen in anderen Gemeinden. Chaki mouta tamo li mabe. Wenn jemand falsch geht. Abwa ke li ban eglise. Ist er ausgeschlossen. Akange li mabo deli. Und man schließt ihn aus. Abibi na klotir ya. Und ist aus diesem Schutz draußen. Asa na protection moussous. Das bedeutet, er hat keinen Schutz mehr. Alleluia. Amen. Ya wana kouki ma beglise. Deswegen. Fliehe nicht von der Gemeinde. Halleluja. Amen. Es ist nicht das. Es ist nicht ich, dass ich das gesagt habe, sondern die Bibel sagt das. Die Gemeinde. Wie ich es sage, wir sehen das nur als ein Keller. Ein Kellergeschoss. Es hat keine Form. Kommt, so wie die Bundeslade, die keine Form besaß, aber die Gegenwart Gottes, die Macht Gottes. Wenn man über die Gemeinde spricht, weil die Macht Gottes hier sehen, deswegen fliehe nicht von der Gemeinde. Wenn du ein Problem hast mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester, versuche es zu lösen, weil wo viele Schafe sind, können nicht viele Probleme sein. Halleluja. Amen. Aber treffe deinen Bruder oder deine Schwester. Warum? Weil wir unter den Hirten sind. Das ist wichtig, meine liebe Geschwister. Meine liebe Geschwister im Herrn. Höre zu, was David gesagt hat. Wir nehmen im ersten Buch von Samuel. Kapitel 17. Vers 34 bis 37. 1 Samuel 17, 34 à 37. Je crois que je vais attendre rapidement. Si on ne peut pas dire que je vais attendre rapidement, pour tout gagner. Merci beaucoup. 1 Samuel 17, verset 34 à 37. Tant qu'il y a comme on a Yeshu. David dit à Saoul. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlevant une des troupeaux, je courais après lui et je l'ai frappé. Et j'arrachais le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera des Philistins de cette incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, mais délivra aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. 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 Tu veux qui m'a emmené David à l'objet par Saoul. Wir haben gehört, was Saul. David a soufflé sa témoignage à Moussala Naïwa Balemosa. David bezeugte seine Arbeit. C'est une bonne témoignage, mais bien. Das ist eine gute. Ja, und es sei dir, Saoul a l'obanete, qu'il ne pense pas à Saoul. Deswegen sagte Saul, gehe, denn der Herr ist mit dir. Parce que c'est là qu'il est un berger. Weil er ein Hirte. Avec la souci à ma patrie. Er hatte diese Sehnsucht nach seinen Schafen oder diese Sorge. Die Bibel sagt. Moïse war c'est là qu'il berger. Moses war auch er hat auf die Schafe seines Schwiegervaters oder Schwiegermutters. Der Herr ruft keine faulen Menschen. Halleluja. Der Herr benutzt keine schwachen oder faulen Menschen. Nur die Leute, die einverstanden sind. Wenn wir Moses sehen, wenn wir David sehen, wir werden sehen, was für ein Leben sie geführt haben. Es war nicht umsonst, oder es war nicht umsonst, dass sie gelebt haben. Und David hat gesagt, was er getan hat. Ein Löwe bzw. ein Bär kommt, um sein Schaf zu essen. Und er hat dieses Risiko zu sich genommen. Quel risque? Was für ein Risiko? Image de Christ.
Das ist das Bild von Christus. Christus hat dieses Risiko genommen und hat sein Leben gegeben für uns. Meine liebe Schwester im Herrn, er ist ein guter Hirte. Wir müssen seine Stimme. Wir müssen das tun, was er sagt. Er sagt, sie kennen seine Stimme und sie hören auch seine Stimme. Wenn du seine Stimme nicht kennst, kannst du seine Stimme auch nicht gehorchen. Und das hat er gezeigt. Nur die seine Stimme kennen. Halleluja. Amen. Heutzutage in unseren Gemeinden, wer kennt die Stimme des Pastors? Nein. Wer? Pastor nimmt also Verantwortung. Welcher Pastor nimmt seine ganze Verantwortung, um die Schafe zu behüten? Halleluja. Amen. Und Christ sagt, ich bin der bon Berger. Deswegen sagt Jesus, ich bin der wahre Hirte. Er sagt nicht, dass ich war. Er sagt, ich bin. Donc présent. Das heißt Gegenwart. Il est ton berger maintenant. Er ist dein. À ce moment-là, mes bien-aimés. In diesem Moment. Il prend soin de toi. Er schaut auf dich. C'est Jésus Christ. Das ist Jesus Christus. Also, ça veut dire vivre. Ja, das tut, damit du am Leben bist. Mes bien-aimés. Meine liebe Schwester im Herrn. Bibel-Lobie. Die Bibel sagt zu uns. Dans mon cadre Jean. Im Buch von Johannes. 34, 36. 34, Vers. Jean 5, 36, 34, 36, 37, pardon. Johannes 5, Vers 36 bis 37. Jean 5, 36, 37. Johannes 5, Vers 36 bis 37. Jesus sagt, mon témoignage, er sagt, mein Zeugnis est plus grand que les témoignages des gens, ist viel höher oder viel größer als die Zeugnisse anderer. Jean 5, 36, 37, Johannes 5, 36 bis 37. Alors, témoignage n'a élégué à Jean. Er sagt, mein Zeugnis ist viel größer als dies von Johannes. Témoignage à Christ est légué à Jean. Pourquoi? Warum ist das Zeugnis größer als von Johannes? Mais wenn wir von Anfang sehen, von Adam oder beziehungsweise von Adam bis jetzt in Johannes, keiner ist größer oder hat eine höhere als Jesus, niemand. Abel, image à Christ. Auch wenn Abel ein Bild Jesus Christus war. Malgré Abel, la personne qui sacrifice image à quoi? Auch wenn Abel ein Opfer gegeben hat. Mais la Bible nous dit, aber die Bibel sagt, le sang d'Abel, die Stimme, die rien que vengeance. War nur vengeance. Es hat nur nach nach Rache geschrien. Danke. Halleluja. Genau. Bibel, le Bibel sang de Jésus. Sagt, das Blut Jesu Christi. Crie miséricorde, miséricorde. Halleluja. Schreit nach Barmherzigkeit. Voilà pourquoi le témoignage de Christ est plus que le témoignage d'Abel. Ist das Zeugnis von Christus viel. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur. Meine liebe Schwester im Herrn. Moïse, comme brebis, berger, pardon. Wie ein Hirte. Image de Christ. Ein Bild Christus. Amen. Israël, Liban, dans Egypte. Israel rausgebracht von Ägypten. Image à Sali. Das ist das Bild des 40 jours dans le montagne. 40 Tage. Image de Christ. Ein Bild von Christus. Mais Bible le dit. Aber die Bibel sagt. Témoignage à Christ, c'est ça plus qu'à Moïse. Die Bibel sagt, dass das Zeugnis von Jesus Christus viel höher pourquoi? Ist als von Moses. Warum? Pourquoi? Warum? Parce que Moïse. Weil Moses. Zamba le dit, n'ayez pas l'homme à Libanga. Weil Gott zu Mose gesagt hat, rede zum Stein. Sag etwas zu dem Stein. Sag zu dem Stein. Sag zu dem Stein. So wie die Bibel sagt, am Anfang ist am Anfang. Und er soll zu dem Stein reden, was Christus ist, aber er ist Stein. Zweimal. A petit rocher. Samba lobina ye. Moka wana kana. Ogokote a ressuscité. Mais Jésus. Aber Jesus Christus. Also je retourne vers mon père. Sagte, dass ich zurückkehre. Dans le paradis vers mon père. Zu meinem Paradies. Pour préparer la place. Und wir werden diese voilà la différence, mes bien-aimés. Das ist der Unterschied. Entre témoignage à Moïse et à Christ. Différence à moi et à moi, mes bien-aimés. Das ist der Unterschied, meine liebe Geschwister. Moïse a côté qui canadé. Mose ging nicht nach Kanaan. Aber Jesus sitzt an der Thron der Gnade, an dem Recht seines Vaters.
Dieser Zeug ist unterschiedlich. Halleluja. Amen. David. David. Berger. Der Hirte. Image de Christ. Auch ein Bild Christi. Akamuli Israel devant Goliath. Er hat die Israeliten vor Goliath befreit. Akati mutu ya Goliath. Er hat Goliath geköpft. Les témoignages des Goliaths à Christ. Aber trotzdem ist das Zeugnis von Christus nicht Pourquoi? Gleich. Warum? Pourquoi? Warum? Parce que David a soit qui moi c'est un côté de soldat là. Weil David die Frau seines Soldaten genommen hat und gesündigt hat. Aber die Bibel sagt, Christus hat keine Sünde gemacht. Das ist der Unterschied, meine liebe Schwester. Halleluja! Das Zeugnis von unserem Herrn Jesus Christus ist unterschiedlich. Meine liebe Schwester im Herrn, Elia, grand prophète. Ein großer Prophet hat gebeten, dass Feuer runterkommt, und es ist gekommen. Und er hat die Israeliten befreit. Aber trotzdem ist das Zeugnis von Elia nicht gleich mit Jesus. Warum? Weil Jezabel hat gesagt, wo Jesus sagt, dass ich dir das antun werde, was du gesagt hast, ist er geflohen. Und die Bibel sagt, Jesus hat keine Angst vor dem Tod. Das ist der Unterschied. Halleluja. Aber Jesus nicht. Oh, meine Geschwister im Herrn. Elise. Double portion. Hatte die doppelte Kraft. Er hat das Doppelte von Wunder getan als Elia. Der letzte Wunder war, die Bibel sagt, dass die Leiche auf den Boden gefallen ist vor dem und derjenige aufgestanden ist. Er ist auferstanden. Aber trotzdem ist das Zeugnis von Elisa nicht gleich. Weil die Kraft die Bibel sagt, an jeder, der an seinen Namen glaubt, jeder, der an seinen Namen glaubt, egal ob er stirbt, die werden auferstanden sein. Das ist der Unterschied. Meine liebe Schwester im Herrn, deswegen sagt er, Johannes hat bei denen die Bibel gesprochen. Und Johannes sagt, keine Worte. Wir sollten aufhören, nur Zeugnisse zu tun. Aber geh zu der Anbetung. Diesen Parfüm auf den Füßen des Mannes. Und dieser Parfüm machte einen Unterschied. Meine liebe Schwester im Herrn, wenn er ein Hirte für dich ist, ein guter Hirte, werden die Leute den Unterschied sehen. Weil die Leute haben die Frau gehasst und gejammert über diese Frau. Weil er Jesus Christus etwas Wichtiges gegeben hat. Sie hat verstanden, dass Christus willkommen zu der Gemeinde, das ist gut. Aber wir wissen nicht, wer Christus ist. Wir wissen das nicht, meine liebe Schwester. Also ich bin der wahre Hirte. Alles, was in meiner Hand festgehalten ist, kann niemand wegnehmen. Auch wenn ich krank bin. Auch wenn die Probleme kommen. Auch wenn ich sterbe. Ich bin in den Händen Gottes. Was für eine Versicherung. Halleluja. Jemand, der in dieser Sicherheit ist, kann vor nichts Angst haben. Er ist der wahre Hirte. Er ist die Tür. Niemand wird den Herrn sehen, außer durch mich. Er hat den größten Zeugnis von allen. Halleluja.
Heutzutage sind die Juden nur für den Mose da. Aber wir kennen Jesus Christus. Wir haben diese Gnade. Er ist unser Hirte. Wer kann sein Kind hüten von Anfang des Kampfes? Auch wenn er ihn zurückbringt und ihn wieder abholt. Du bist kein wahrer Hirte. Halleluja. Du bist kein wahrer Hirte. Wir haben zwei Stunden lang gewartet, bis die Polizei gekommen ist. Aber Jesus war da. Er war da. Halleluja. Amen. Deswegen gehe mit dem Herrn. Und was mich zum Staunen gebracht hat, wo der Polizist gekommen ist, er sah, dass ich nichts gesagt habe. Er hat gefragt, bist du Protestant? Ich habe gesagt, ich gehöre zu einer Pfingstgemeinde. Halleluja. Ich gehöre zu einer Pfingstgemeinde. Ich bin kein Protestant. Halleluja. Möge der Herr ein Symbol sein für unser Leben, überall, wo wir hingehen. Wenn du sein Schaf bist, wirst du seine Form gelangen. Du wirst seine Aussprache bekommen. Warum? Weil du alles oder beziehungsweise weil du nur seine Stimme hörst. Es kann nicht geschehen, meine liebe Schwester, dass du die Stimme deines Eltern hörst. Welche Stimme welches ist? Aber Jesus sagte klar und deutlich, dass die Schafe meine Stimme kennen. Halleluja. Amen, amen. Komme nicht in die Gemeinde, um deine Zeit zu verschwenden. Du solltest wissen, wer dein Herr ist. Du solltest wissen, wer für dich gestorben ist. Er ist dein Herr, dein Gott. Er ist dein Mantel, dein Schutz. Überall, wo du bist, ist er dein Schutz. Überall, wo du bist. Wo ich zu Hause angekommen bin, bis meine Kinder zu Hause angekommen sind, weil die waren in Stuttgart an einem Jugendtag, wo sie gekommen sind, habe ich den Herrn gedankt. Und dann habe ich erst gesagt, dass ich einen Unfall gebaut habe. Nicht mal die Mutter, von 14 Uhr bis 23 Uhr. Halleluja. Christus ist mein Hirte. Christus ist unser Hirte. Versuche nicht alleine den Weg zu gehen. Jeder Schaf, der mit seinem Hirten läuft, weiß, dass er in einer Sicherheit ist. Keiner kann ihn stehen. Und du hast Angst vor Hexen umsonst. Du hast Angst vor Hexen umsonst. Auch wenn er hier ist, lass ihn sitzen. Warum sollst du auf ihn achten? Lass ihn dort. Der Herr weiß, was er tun will. Halleluja. Amen. Nur der Herr weiß. Versuche nicht irgendwie zu kommen. Und ich möchte dich versichern, dass er ein guter Hirte ist. Er beschützt unser Leben. Weil er das selber gesagt hat. Ich habe mein Leben gegeben für meine Schafe. Das Leben. Keiner kann sein Leben geben für seine Kinder. Halleluja. Amen. Es ist schwierig. Du willst irgendwie versuchen, ihn zu rechnen. Soll ich übergehen oder soll mein Kind gehen? Halleluja. Amen. Aber Christus hat sein Leben gegeben. Sein Leben. Ich rede nicht über Christus von der Geschichte, sondern ein wahrer Christus. Jesus Christus. Le bon berger. Unser wahrer Hirte, unser Hirte, mein Hirte. Halleluja. Halleluja. Er ist mein Hirte. Und er wird auch dich behüten. Deswegen fürchte ihn. Fürchte das Wort Gottes. Fürchte die Diener Gottes. Halleluja. Weil sie auch einen Dienst in deinem Leben haben. Sie haben einen Dienst in deinem Leben.
Das sind die Hirten, die der Herr für uns gesetzt hat. Damit sie uns beschützen. Damit sie uns etwas zu essen geben. Damit der Geist in dir weiterkommt und unterschiedlich ist. Es ist sehr wichtig, meine liebe Schwester. Er ist der wahre Hirte. Egal, jeder, der vor oder nach Christus gekommen ist, niemand ist größer als er. Halleluja. Amen. Niemand ist größer als er. Ich habe euch alle Zeugnisse gegeben. Unterschiedliche Zeugnisse. David war ein Mann des Krieges. Aber er war nicht fähig, einen Tempel zu bauen. Aber Jesus Christus ist der wahre Tempel. Halleluja. Deswegen ist Jesus gekommen, weil er keine Sünde begangen hat und er kannte keine Sünde. Meine liebe Schwester im Herrn, ich weiß nicht, wo deine Sicherheit liegt. In deinem Aufenthalt, in deinem Geld, in deiner Arbeit, in deinem Wohlstand. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte dir etwas sagen. Es gibt jemanden, der Christus heißt, der ein Hirte ist. Er ist ein wahrer Hirte. Danke. Wenn du das nicht weißt, möchte ich das dir sagen, damit du das in dein Herz legst, damit deine Zukunft anders wird. Meine liebe Schwester im Herrn, diesen Unterschied, Leute, die verwunderliche Augen so, sehen. Das bedeutet nicht, dass der Unterschied ist, dass ich Geld habe oder dass ich meine Güter habe. Elise. Er hatte sogar einen Platz zum Schlafen. Das bedeutet, er hatte sogar kein Problem, aber er hatte etwas. Und mit dem trotzdem, was er hatte, war sein Zeugnis nicht größer. Halleluja. Das Zeugnis des unseren Herrn Christus ist viel größer. Er ist ein guter Hirte. Er ist ein guter Helfer. Er gibt uns etwas. Er segnet uns. Moses hat die Israeliten rausgebracht aus Ägypten. Aber er konnte sie nicht nach Kanaan führen. Aber Jesus Christus, der uns aus der Sünde rausgebracht hat, hat gesagt, dass er uns zu schützen wird. Und er wird uns diese Herrlichkeit zeigen. Das ist ein guter und ein wahrer Hirte, meine liebe Schwester im Herrn. Meine liebe Schwester im Herrn, Jesus, ein wahrer Hirte, er kennt deine Zukunft. Und er wird deine Zukunft arrangieren. Auch wenn Probleme kommen werden, er ist fähig, dass die Zukunft kommt, weil er deine Zukunft kennt. Das ist der Unterschied. Halleluja. Er ist ein guter Hirte. Fürchte ihn. Gehorche ihm. Bleibe in deiner Gemeinde, wo du bist. Es ist ein Schutz. Ein Schutz, ein Mantel für dein Leben. Bist du entfernt von der Körperschaft und du bist jetzt einfach attackiert zu werden, damit du gespielt wirst. Halleluja. Amen. Deswegen jeden Tag bleibe in dem Mantel, wo dein Schutz ist. Die Bibel sagt, dass die Bundeslade geschützt wurde durch eine Wand, die 2 Meter 50 war. Es war schwierig, von unten oder die Bundeslade von oben zu besichtigen oder anzuschauen. Und was ist mit unserem Herrn Jesus Christus? Die eine Bundeslade ist und nicht geschaffen ist. Wenn du beschützt wirst von ihm, wer kann innen drin nachschauen? Und Paul sagt, ich bin in Christus. Und Christus ist in dem Vater, wo der Vater sitzt. Halleluja. Amen.
Wenn du beim Christus bist, bist du nicht nur im Christus, du bist sogar beim Vater. Du bist überall geschützt. Aber wir wissen das nicht. Und wir verschwenden unsere Zeit. Wir schauen uns so viele Sachen an. Aber lobe den Herrn für das, was er tut. Jede Sekunde. Jede Sekunde. Ich habe ein Problem mit der Arbeit. Wenn ich singe, werden alle. Du sagst mal, vielleicht zum Vatikan gehen. Aber ich sagte, ich bin nicht katholisch, damit ich zum Vatikan gehen kann. Es wird eine Zeit geben, wo ich einfach meine Arbeit vergesse und für den Herrn singe. Meine liebe Schwester im Herrn, wir müssen unsere Position verändern. Ein Schaf kann nicht jedes Mal ein Schaf sein, weil wir ein Gras essen. Wir müssen unser Leben verändern. Von Jahr können wir nicht dieselben Schafe bleiben. Weil von einem kleinen Schaf bekommst du keine Milch. Er muss das Wort kennen. Es muss in seinem Körper sein. Und wenn er wächst, hat er eine gute Milch. Ihr will ihn nicht zwingen. Schickt ihn etwas und er wird es tun. Schickt ihn dorthin und er wird es tun. Warum? Weil er das Wort in sich hat und er ist gewachsen. Es ist sehr wichtig, meine Geschwister. Sehr wichtig. Er ist unser Hirte. Das war die Nachricht für diesen Nachmittag. Jesus ist mein Hirte. Der gute Hirte. Unterschiedlich von den anderen Hirten. Auch wenn es manchmal nicht klappt. Die Türen geschlossen sind. Aber er ist die Tür. Il y a sa porte, même pour sa carrière de porte, mes bien-aimés. Il y a le voilà sa porte, porte est ouverte. Wird seine Tür geöffnet sein? Schau nicht auf die Türen, die geschlossen sind. Schau nicht auf die Probleme, die deine Türen sind. Aber schau auf Christus, der ist deine Tür. Die Tür, die dich zu der Herrlichkeit bringt. Die Tür, die dich zu anderen Dimensionen bringt. Schau nicht auf Menschen. Er ist diese Tür. Er ist diese Tür. Er ist die Tür. Er sagt das in Johannes 10, Vers 1. Wenn du weiter liest bis 4, sagt er, ich bin die Tür. Meine liebe Geschwister im Herrn, jeder, der an ihn glaubt, wir haben diese Freiheit. In diese Tür einzutreten, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen, um in diesem Schutz zu bleiben. Meine liebe Geschwister, du solltest diesen Schutz, diesen Mantel haben. Du solltest in diesem Mantel sein, in diesem Schutz. Du solltest in seinen Händen sein, weil alles, was in seinen Händen ist, kann keiner wegnehmen. Lass dein Zuhause in den Händen Gottes, deine Kinder in den Händen Gottes, dein Leben in den Händen Gottes. Weil alles, was festgehalten ist von dem Herrn, kann niemand wegnehmen. Auch wenn ich nicht da bin. Ich sagte zu dem Herrn, ich stehe nicht in diesem Augenblick, weil du da bist. Weil alles, was du bist, zu deiner Kontrolle. Du solltest diese Sicherheit haben. Wenn du diese Sicherheit hast, ist es sogar viel mehr als die Sicherheit, dass wir haben. Ich sage es als Sicherheit. Aber es kann sein, dass ich einmal die Sicherheit dir nicht helfen kann. Aber Jesus ist los. Nous allons prier. Christ est mon berger. Mes mains ont gravé mon témoignage. Christ est mon berger. Il est mon berger. Il a le témoignage. Christ est tout le monde.
Parce que la Bible le dit. But the Bible sagt, il est monté sur la croix. Et il a dit, Père, tout est accompli. Sagt, alles ist si tous les témoignages, und si tous ceux qui sont venus devant moi, avant moi, tout est accompli. Alles et c'était sur la croix. Alléluia. C'était sur la croix. Bitte zu dem Herrn im Namen Jesu Christi. Bitte, dass er deine Hirte ist. Und du solltest deine Stimme hören. Dass du die Stimme unterscheiden kannst. Dass du seine Stimme hörst. Damit du seine Stimme gehörst und seine Stimme singst. Bitte nicht auf sein. Halleluja. Mais gloire à toi Jésus, gloire à toi le bon berger, tu es mon berger Jésus, c'est toi qui prends soin de moi, c'est toi qui parles Seigneur dans ma vie, c'est toi la voix qui parle dans ma vie Seigneur, oh gloire à toi le bon berger, tu es le berger qui se donnait Seigneur jusqu'à la croix pour moi, oh gloire de soi, merci pour ton fils à mon bonheur et pour la garde, Merci les rois de gloire, merci le Tout-Puissant, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit loué. Merci pour ta parole, bénis ta parole, ô Dieu, bénis ton peuple Jésus, car c'est toi, Seigneur, notre poteau. Pâtirage, c'est toi le clôture, Seigneur, des pâtirages. C'est toi, Jésus, la porte des brebis. C'est toi, Jésus, la porte qui nous amène vers le Père. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. À toi, c'est la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.